So, einen wunderschönen guten Morgen hier in Hellefeld an der Kirche. Ja, hier steht meine gute. Fußrasten sind ab. Tankrucksack habe ich einen neuen drauf, den Daypack von der BMW. Der passt hier auch sehr gut drauf. Der andere war ein bisschen zu nah für, bei mir dran an den Klamotten. Und ja, ich fahre jetzt mit euch eine schöne Runde hier. Wollte eigentlich in einer halben Stunde bei Thomas und Nini sein und dann gucken wir mal. Ja. Okay. Ja, so, okay, ja. So, okay, ja, muss noch ein bisschen was klären hier. Ja, die Kollegen sind eventuell da jetzt gleich. Gerade gucken, haben geschrieben gerade, dass sie eventuell um 12 Uhr am Eiswagen sind. An der Sorpe. Da fahren wir mal hin jetzt. Die haben die Maschinen noch nicht live gesehen hier. Die beiden. Halbe Stunde, ja. Könnte sportlich werden. Von hier aus. Gucken wir mal. Ja, nehmen wir euch mal mit so ein bisschen jetzt hier. Zum Eiswagen, zur Sorpe, da den Thomas Nini einladen. Eismäßig, ja, könnte man essen, wenn man wollte jetzt. Muss man aber nicht. So, fahren wir den Schleichweg hier. Einmal hinten über Mainken gebracht, hinten rum zur Sorpe. Tanken ein bisschen noch mal ganz kurz. Bisschen Sprit reinhauen. Und da müsste auch gut sein. So. Ja, Thomas und Nini, das sind zwei Herzensmenschen, mit denen ich auch schon an der Mosel gewesen bin, dieses Jahr jetzt, mit denen ich sehr, sehr viel auch so hier durch die Gegend fahre. Kennt ihr aus den Videos? Nini fährt die Z900, die Janine und der Thomas, die Fireblade halt. Ich glaube, er wollte gleich seinen Sohn mitbringen, glaube ich. Hat er eventuell gesagt. Gucken wir mal. Die wollen auch nur 2, 3 Stunden fahren, weil ich da noch was vorhabe. Und dann passt das doch. Solange es nicht regnet, obenrum so wie jetzt aussieht, obenrum so bleibt, ist das doch voll okay. Viele Kollegen halt jetzt so ein bisschen mi, 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 mi. Wetter mi, 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 mi. Wetter ist nicht gut. Gucken wir mal. Ich finde, das Wetter schon ganz in Ordnung, das Wetter eigentlich hier. Das Wetter passt doch eigentlich hier. Ich könnte auch rechts fahren jetzt hier, da wäre ich auf jeden Fall relativ pünktlich am Eiswagen, aber nein, ich liebe ein bisschen die Herausforderung. Und hier rechts geht durch die Stadt durch und hier geht es schön über Landstraßenstrecken. Ja, mit dem Quickshifter blieb ich noch ein bisschen, der ist absolut geil hier. Richtig geil. Hatte ich glaube ich auch in dem vorherigen Video vergessen zu erwähnen hier. Die Yamaha hat halt serienmäßig einen Quickshifter, die Yamaha. Und die Aprilia hier hat halt Quickshifter und Blipper. Habe ich an der Yamaha nachgerüstet, den Blipper, der auch gut funktioniert, aber hier an der Aprilia funktioniert einer besser. Ich muss nur gucken halt mit der Fußhaltung hier, weil ich hier ein bisschen anders drauf sitze hier, sportlicher drauf sitze, dass ich da ein bisschen besser reinrutschen kann mit dem Fuß. Daran gewöhne ich mich gerade so ein bisschen jetzt hier.
Das klappt gerade so nach noch immer besser. Das ist alles besser hier. Ja, wir fahren schon her, durch Richtung Meinkenbracht gleich. Schauen mal schön ein bisschen, das haben wir gleich eine schöne Strecke, weil da schon 100 ist hier, so ein paar schöne Kurven. Hoffen wir, dass da nicht zu nass ist, weil das ganz gerne mal nass. Ich möchte die Maschine eigentlich nicht einsauen. Bis jetzt habe ich es geschafft, jetzt hier in der Zeit, wo ich gefahren bin jetzt, alles zu umfahren so ein bisschen. Keine nassen Stellen erwischt bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil heute ist Sonntag. Heute haben die Waschanlagen geschlossen. Das heißt, ich müsste dann mal irgendwie ins Haus rangehen, einmal Wasser rausholen, einmal putzi, putzi, putzi. Na, gucken wir mal. So. Schauen wir mal hier. So. Dann hören wir ganz zu hier. Und ich muss wirklich sagen, es gibt, glaube ich, wirklich nur Schönwetterfahrer. Ne? Ich habe vorhin so ein paar BMW-Fahrer gesehen, die gefahren sind. Alles gut. Aber so andere Motorradfahrer bis jetzt, so mit Naked-Bikes und so weiter, habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Mal gucken, ob es noch keiner so anders ist. Viele machen auch so Touren. Kurze Sorpe hin, Kaffee trinken, zurück. Ne? Das war's dann. Sonntagsrunde. Halbe Stunde oder so. Nein, wenn ich fahre, dann möchte ich auch immer in der Regel immer so 2-3 Stunden fahren locker. Und dann möchte ich auch fahren, dann möchte ich nicht irgendwo rumsitzen, sondern das Ding am Laufen lassen hier. Zumal ich jetzt Kilometer brauche hier für meine Inspektion. Und ich nicht weiß, wie es die nächsten Tage aussieht. Also ich weiß, dass beruflich nächste Woche nicht viel schaffe. Nächste Wochenende habe ich Zeit ein bisschen, aber da bin ich mit der GS unterwegs. Da fahre ich dann zum ersten Mal mit Sozia so eine Runde schön wieder hier in der Gegend. Dann nehme ich jemanden auf der GS hinten drauf mit dann. Den Sonntag, mal gucken den Sonntag, was der Sonntag, was den Sonntag ist. Oh, Radfahrer. Nächsten Sonntag könnte passieren, dass ich dann wieder mit der April der fahre hier. Oder auch fahren muss, um die restlichen Kilometer drauf zu kriegen. Ich denke mal, heute schaffe ich 200 Kilometer wahrscheinlich heute, die ich drauf kriege. Dann brauche ich noch 300, habe die 1000 geknackt dann und dann geht die Maschine halt, ja, zur Inspektion. Da werde ich wohl warten bei der Inspektion so ein bisschen, bis sie mir halt, die wollen mir dann eine Leihmaschine geben, wie ich es verstanden habe, mit der ich ein bisschen fahren kann. Mal direkt, 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 ja, absolut geil hier, okay. Hallo. Da kann ich mit der Leihmaschine ein bisschen fahren, gucken, was sie mir geben da. Geil, du liegst hier so neben der Maschine. Schön. Bei der Yamaha muss ich immer anstrengen mit dem daneben legen. Und dafür war die Yamaha so vom Handling her einfacher. Aber hier bei der Aprilia, was es lang Kurven angeht, das Ding einfach traumhaft hier, ne? Richtig schön. So, ja, dann hat die ihre erste Version, die 1000er. Ich habe nachgefragt, so soll kosten 180 Euro ungefähr. Erste Version, dass die Aprilia teurer ist als die Yamaha, das haben wir von vornherein klar. Bin gespannt, was die erste 10.000er kostet. Der Biker-Treff hier, der Bäcker am Sonntag. Ja, ich habe mir morgen schon relativ früh Brötchen im Backofen reingeschmissen. Hab ein bisschen gefrühstückt. Schön drei Brötchen gegessen. Morgens brauche ich mal viel. Dann habe ich jetzt wirklich Zeit bis heute Abend. Also ich brauche da nichts großartig. So, gucken wir mal, was hier kommt. Da kommt nichts.
vorne rechts bei uns. Hier vorne ist das Saupesee, hier rechts hinter den Bäumen hier. Und geradeaus kommt die Radtankstelle. Da haue ich jetzt ein bisschen Sprit rein, fahre dann von da aus einmal zum Saupesee und vom Saupesee rüber zum Eiswagen. Schau mal, ob Thomas und Nini da sind oder mitfahren wollen. Ansonsten fahre ich selber ein Röntchen, ein kleines 2,5 Stunden Röntchen. Und dann gucken wir mal. So, Tankstelle ist da hinten gleich. Aus ist Sprit nach und sag mal dann, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich von da aus dann zu den beiden fahre und sag mal, bis gleich, ne? So, ja, hier an der Aral sind wir doch ein bisschen mehr gekommen. Der Thomas ist da mit seinem Sohnemann, dem Ian. Die Nini ist da, der Christian ist da hier vorne, den kenne ich überhaupt nicht. Erst einmal heute das Vergnügen. Hinter mir in der Heckkamera ist der Markus mit seiner S1000R. Alter Art, die mir viel besser gefällt als die andere Maschine. Ja, und jetzt fahren wir einfach ein bisschen kreuz und quer durch die Gegend und schauen mal so ein bisschen. Ne? Ich hole mal rein, die beiden so ein bisschen hier. Oder alle vier mal rein hier. Mesh Intercom einschalten. Ins Mesh. OP Mesh. Kanal 1. Hallo. Die drei. Willkommen. 5, 7, 8, gesagt, 1900. Ey. Wie gut, dass ich gerade nichts eingeben musste. Willkommen auf dem Partykanal. Ciao. Ja, es ist schön, wenn man die Karte nur noch drauflegen muss, ne? Manchmal. Ja, manchmal muss aber auch die Nummer eingeben, manchmal, ne? Beim Drauflegen. Ja. Mal ja, mal nein, ne? Ja. Und ich habe von dem, was der erzählt hat, kein Wort verstanden, weil ihr euch kaputt gelacht habt. Aber er war auch am Lachen, man hört euch. Ja. Also, boah. Also Nini steht richtig, wir fahren da hinten raus wieder. Wolltest du mir damit was sagen? Nö, dass du drehen musst, dass du drehen musst. Nini steht richtig. Nö. Hallo, die 1 bitte. Da kannst du noch mal sagen jetzt hier. Opi, musst du eine Zahl eingeben? 12, 30, jetzt 0, 100, 0, 180. So, danke schön. Bitte schön, gern geschehen. Ich bin ein Fan von Bargeld. Ja. Ja. Nee. Nur Bargeld, war ich. Sind die denn da? Parken die oder was? Jetzt nimmt genau der richtigen Fuß hier drauf und dann rüber. Jawohl. So, was sagst du jetzt? Wird schön, ne? Drücken wir mal auf Start. Aber Motorsound ein bisschen. Das kommt hier vorne mal raus irgendwie, ne? Hier, oder? Vom Klang her, oder? Wer ist das vorne? Mehr vorne wie hinten. Ja, ja. Ich krieg's auch nicht auf die Kamera drauf, den Klang krieg ich nicht drauf. Ob ich mir hier vorne eine Kamera hinmachen muss? Ja, ich habe hier vorne eine. So, Christian ist fertig? Ich bin fertig. Links und fertig. Ja, dann. Also von vorne sieht die schön aus. Ja. Wo bleibt denn Markus B? Markus B ist hier hinten. Reset. Wolltest du hinten bleiben? Ja, ja. Ja, ja. Da kann ich wenigstens mal unten überholen. Ja. Aber vorher Bescheid sagen, nicht immer das an. Oh. Wenn er deine 5 Minuten. Genau, wenn er deine 5 Minuten hat. Thomas, dann fahr du doch vor mir. Meinst du? Mach mal. Geht ja gar nicht, ihr gibt alle Gas. Guten Tag. Guten Tag. Geiler Lenker. Thank you.
Irgendeiner hat ja voll die Windgeräusche, irgendeiner. Ja. 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 Ich weiß auch wer jetzt. Ja. Ja. Boah, aber die BMW, ne? Ich war ja so begeistert von dem Reifen, ne? Wie wir an der Mosel gewesen sind, ne? Ja. Der war ja so geil. Der hatte so wenig verbraucht. Auf den 1600 Kilometer, die wir an der Mosel gefahren sind, war ein Millimeter weg, ne? Ja. Ja, Frankreich bin ich jetzt 2600 Kilometer gefahren. Mhm. Und der Reifen hatte links 0 Millimeter, rechts 0,4 und in der Mitte 0,8. Okay. Ja, also lässt du jetzt auch wechseln, ne? Ja, habe ich schon gemacht, selber gemacht. Also jetzt, ich habe einen zweiten Felgensatz zu Hause liegen noch von der BMW. Ich habe schon neue Reifen draufgezogen, habe dann aber festgestellt, dass die Bremsbeläge auch fertig waren. Okay. Deshalb habe ich Bremsbeläge wechseln lassen bei Bosi und Bremsflüssigkeit habe ich mitmachen lassen, mhm, weil das ist ja eh 50.000, ne? Und von daher, den Rest mache ich bei Dutzend, die Ölwechsel und so weiter alles. Das ist so geil, Frankreich, ne? Da kannst du mit Österreich nicht vergleichen, überhaupt nicht. Absolut, ja, absolut. Ja, sagte gestern schon, es wäre traumhaft gewesen, aber auch anstrengend, ne? Ja, für Silvia, für die war es anstrengend, Silvia. Gott. Silvia, die war platt, die war fertig. Jeden Tag aufs Neue. Ja. Die sagte mal, ich dachte, wir machen auch mal, ne? Längere Pausen oder sowas. Ne? Haben wir auch gemacht, Pausen, ne? Aber wir sind am Tag gefahren, so 250, 300 Kilometer. Mhm. Hört sich jetzt wenig an, aber das ist für ja, die Alpen halt ist das schon der Hammer. Ne? Und das war wie beim Skifahren. Ne? Lutz und ich waren oben und Martin und Silvia kamen dann erst. Wo? Und dann weiter. Nein, wir haben auch viel Pausen zwischendurch gemacht, haben auch eine Stunde Pause hingesetzt irgendwo. Ach, war wirklich geil. Das ist doch gut. Wir hatten da richtig Spaß da oben. Was mit dem Ding heute? Ja. Der wollte Hallo sagen. Auf seine Art und Weise. Auto, Vorsicht, langsam. Was ist mit dir nicht? Aufpassen. Aufpassen. Scheiße, und dann so ein Öppi da drin. Keine Reaktion und fährt einfach noch auf los. Mann, ey. Der hat dich gesehen und hat bei mir gerade mit Mühe und Not geschafft, stehen zu bleiben. Ja. Alles frei? Hör die das doch. Ja. Kanal 1, haben alle Kanal 1. Hört sich an so. Frei. Ja.
Markus, ich weiß jetzt, was du mit diesem Rumdümpeln meinst. Wir sind gestern auch eine Runde rumgedümpelt und danach taten mir beide Hände weh. Ja, das ist, wenn man zügig fährt, ist das alles kein Problem. Aber dieses Rumdümpeln mit ewig runterschalten und ja, ewig kuppeln und boah. Gestern waren auch nur Spackos auf der Straße. Spackos. Saalhausen. Denn irgendwo ein Kaffeepäuschen eingeplant? Da! Nein! 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 Was hat er? Ach, er geht bergab, ey, und ich bin jetzt am Bremsen, fertig, rutscht dann nach hinten, bremse ich wieder, ist er direkt wieder vorne. Auto von rechts? Auto von rechts? Ja, ich bleib stehen. Ja, ich nehme auch jetzt, ich nehme auch das erste Mal, wenn jetzt die Kohle mitfährt, nehme ich auch den Koffer hinten drauf mit. Was, Koffer mit? Ja, Koffer hinten drauf mit. Ja, ja. Zum Anlehnen. Boah, wir lassen direkt verwöhnt. Ja, hab ich doch nicht. Eigentlich musst du mit der MT10 fahren und die hinten draufsetzen, damit sie direkt die Knie an Ohrläppchen hat. Ja, genau. Kati wurde da auch verwöhnt. Ah, Christian ist schon der GS gekauft, Christian, oder noch nicht? Nein, der kauft keinen jetzt. Wir sind ja vorletzte Woche sind wir ja gefahren mit Christian. Du fährst nicht alleine? Hörst du nur Rotz? Ja. Fährst nicht alleine und er da schon wieder Knie ausgespreizt. Ja! Du fährst nicht alleine! Wo ist der Roller kaputt? Ja. Rollt zumindest noch nicht rückwärts. Auf der Buell kannst du aber wohl besser sitzen, sagt Kati, als auf der KTM. Auf der Buell. Buell, genau. Hat er die dabei gehabt oder ist er mit der Kati gefahren? Nee, mit der Buell. Echt? Buell, okay. Kati. Ja. Ja. Kati ist nicht so. Ja. Das ist Buell und Kati. Ja, für mich war generell schon, wie ich die gefahren bin. Mir gefiel die nicht, ne? Die war vorne so unterdurch, war am Rattern, am Lenker so richtig kräftig, ne? Ja. Also meins war es nicht so. Nini, hast du schon mal bei dir die Koffer rangemacht? Nein, aber in den Gedanken ja. Aber ja. Nicht richtig. Okay. Ich bin schon gespannt, ich freue mich schon drauf. Ich hast will da, schon wieder zur Mosel fahren. Ja, hast du da noch so Halter für oder was? Oder hast du da, oder machst du, wird dir nur, drüber gehangen? Wir werden nur drüber gehangen und da wollten wir gucken, ob das eben am Lack beschädigt oder so. Ja. So, hier vorne rechts noch. Ja, Jungs, ihr habt noch was vom Leben hier, wa? Ja? Rollergang. Ja, verlass dich.
ich habe jetzt die Sommerhandschuhe an. Ich merke es auch ein bisschen, klar. Aber ich könnte ja auch die dicken Handschuhe anziehen, ne? Ja. Dann merke ich das auch nicht mehr. Ich habe die dicken Handschuhe an und es ist trotzdem kalt. Ja, bei dir. Ja. Aber du bist. Ich hab die dünnen an und schön warm. Also mein Dicker ist auch immer schön warm. Scheiße. Ich hätte ja jetzt gelacht, das wäre Kuh Scheiße oder so. Der ist aber mal schön sauber, der Wagen. Ach, hier haben wir doch mal gesessen und auf Joel gewartet. Ja, das stimmt. Da war es auch lecker. Wo? Da rechts in dem Ding da. Also, wo wir jetzt links gefahren sind, da. Okay. Da halt. Das ist ja ein geiles Haus. Ja. Ach, bisschen sanierungsbedürftig. Ja, das war in Frankreich aber auch, ne? Da war eine ganze Gegend so wie in Dings, ne? Wie in Ahrweiler, ne? Unten. Auch komplett weggespült. Ne? Hochwasser betroffen oder wie? Ja, ja, hier? Ja, genau, in Frankreich. Ja, ja. Ach, in Frankreich. Schöne Kurve reinschmeißt mit 100 hier. Oh, alles frei. Jawohl, Jungs, viel Spaß hier rechts. Wer durchmeißelt. Jo. Langsam wieder hier, ist ein Bulle auf der Straße. Ein Bulle? Ja. Oh ja. So. Mit dicken Hörnern. Stopp. Der ist abgehauen. Guck mal, und das Kälbchen da oben. Will auch abbauen, guck mal. Bock auf den Kalbsteg, am Kalbfleisch. Och, ist das süß. Ja, wenn sie weit weg sind, sind sie süß. Aber wenn der auf dich zurennt. Geil. Fahren wir weiter und dann gucken wir da vorne um die Kurve, ansonsten fahren wir. Da, wenn wir daneben sind, einmal Vollgas. Naja, da wumpst mir einer rein, gleich hier rein hier, wa? Nein, ich bin da wohin gehört, glaube ich. Ja. Hat er? Ja, hat er ihn? Ja, der oben hier, da. Hada. Ja, da war ganz schöne Hörner. Ja. Der wollte mal frisches Gras.
Ja. Ah, der ist auch noch nicht eingezäunt, ne? Alles frei. So frei. Frei, frei, frei. Frei. War das gerade die neue 1000er R? Ja, ne? Hab ich nie gesehen. Ja, sah aber so aus. Bäcker hoch. Ja. Ja, ich denke mal unten an der Hauptstraße unten, da haben wir auf jeden Fall einen Bäcker bestimmt. Nur wir müssen eigentlich links. Gucken wir mal, ob wir einen Bäcker finden da irgendwo. Oder irgendwas. Aber das dauert noch ein bisschen gleich da hinten. Erstmal hier rechts. Gucken wir mal. Ach, da ist der Bäcker hier links. Guck mal, hier ist einer. Hier. Guck mal, hier ist einer. Da vorne. Müssen wir da über die Brücke rüberfahren oder müssen wir hinten rum? Ich glaube links hier, ne? Ich glaube da vorne, geradeaus und dann links. Ja, meinst du? Ja, meine ich. Ja, fahr geradeaus. Hast recht. Ja, hast recht. Ja, hier ist schön. Können wir auch schön parken. Schön großer Bäcker. Ah genau, ich will Fotosession machen hier. Genau. Oh, die Platte ist lose. Ja, meine auch. Ja, Thomas, du kannst meine schieben. Ja, setz dich doch drauf. Also. Danke. Ich froh, wenn der Sitz anders ist hier. Das schieben wir.
So, ich würde sagen, das war's. Ne Video hier. Bis zum nächsten Video. Wenn es gefallen hat, gerne abonnieren, Glocke anklicken und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.